Hallo, ich schaffe in diesem Jahr keine weitere Strickfolge aufzunehmen, aber ich wollte euch alles Gute wünschen. Also ein schönes Weihnachtsfest, das klingt so nach Abschied. Nein, im neuen Jahr bin ich wieder da und gehe ich auf die Nerven. Ich wollte auch einfach nur ein schönes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt so toll, wie ihr seid. Das war es eigentlich von mir. Es gibt jetzt irgendwie nichts Großartiges, was ich euch erzählen möchte. Also ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt das zeitlich nicht mehr geschafft habe, was aufzunehmen. Allerdings werdet ihr jetzt die Sachen, die ich fertig gestrickt habe, dann wenigstens gespannt betrachten können. Besonders der Suburban Wrap, der ist noch ungespannt und der ist irgendwie so winzig bei mir. Aber so wie der aussieht, wird er nach dem Spannen nochmal richtig Größe kriegen und da freue ich mich dann schon drauf. Der ist schon getragen, aber ich freue mich auch, wenn er richtig, richtig toll aussieht. Naja, jetzt fasel ich wieder um den heißen Brei rum. Also, ich wollte euch einfach nur ein ganz tolles Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch. Genießt die Feiertage. Spachtelt euch mit Essen voll. Das muss sich ja lohnen im nächsten Jahr, damit den neuen Vorsätzen die ersten 2 Tage dann an sich an eine Diät zu halten und danach ja nicht mehr. Eine Sache wollte ich euch noch sagen und ich mache jetzt mal Werbung für die Janni. Aber das ist unaufgefordert von ihr. Ich mache das, weil ich das möchte und ich kriege auch nichts von ihr, außer vielleicht mal einen Knuddler. Janika, ich möchte jetzt gerne einen Knuddler haben. Und zwar, die Janni hat mich im Sommer schon gefragt, ob ich bei ihr im neuen Jahn-Club mitmachen möchte. Ja. Und ich habe mir auch direkt, also ich habe auch den drei Stränge mir bestellt, auf die ich mich schon ganz doll freue. Und mein Strang ist, trägt den Namen Einsamer Amethyst im See. Da kroch mir der Pathos wieder aus den Ohren raus. Den könnt ihr bei Janni im Shop bestellen und ich merke gerade, dass ich den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht habe. Für alle, die nicht wissen, was der Yarn Club ist, man bestellt bei Janni in ihrem Shop, also strickeli.de, bestellt man dann den Yarn Club und dann kriegt man dann jeden Monat ein oder zwei oder drei Stränge. Das kann man dann auswählen. Also man wählt entweder drei Stränge aus oder sechs Stränge oder neun Stränge oder 12, 13, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt waren. Und die werden dann so nach und nach zugesendet. Ich erzähle jetzt hier wahrscheinlich nichts Neues, weil die meisten haben das ja sicherlich schon bestellt. Falls ihr das nicht kennt und euch das interessiert, dann schaut mal auf ihrer Seite nach oder da könnt ihr sie sicherlich auch anschreiben, oder? Ansonsten bei ihrem Kanal Strickel die Stracker die Struck auf YouTube. Und dann kann man sich darüber informieren. Wenn ihr das bestellen wollt, dann könnt ihr in diesem kleinen Kommentarfeld eingeben, was für Stränge ihr wollt. Da habe ich mir dann auch drei geholt. Bin ich schon sehr gespannt, wie die aussehen werden. Mein Strang, ich sage euch mal das, was ich über den Strang weiß. Und zwar habe ich ihr gesagt, färb bitte mit Petrol und Lila. Das war's. Mehr weiß ich auch nicht. Also ich werde mich auch überraschen lassen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das richtig toll aussehen wird. Ich meine, ihre Färbungen hauen mich ja eh immer aus den Socken. Habe ich irgendwas Wichtiges zum Yarn Club vergessen? Ich glaube schon. Aber ich vergesse immer irgendwas von meinen Videos. Und danach, 5 Minuten später, fällt es mir ein, ich bin mir so, oh nein. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und es euch interessiert, guckt einfach mal rein. Da gibt es auch ganz viele andere YouTuber, die sehr interessant klingende Färbungen haben. Drei Stränge habe ich mir bestellt. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie die aussehen. Und das war's wirklich von mir. Also, frohe Weihnachten, guten Rutsch, bleibt so toll, wie ihr seid, und wir sehen uns im nächsten Jahr. Macht's gut!